warum Wertschätzung der kleinen Erfolge für uns als Empathen so unheimlich wichtig ist. Aloha, meine Wundervollen. Ich hoffe, es geht euch gut. Herzlich willkommen hier bei einem weiteren Energieflussgespräch auf meinem Kanal. Mein Name ist May, ich bin Cyberwitch und digitale Empathin und unterstütze vor allen Dingen Unternehmerinnen, empathische Unternehmerinnen und Unternehmer dabei, ihre Kraft als Empathen in harmonievoller Art für sich selbst und ihre Kunden zu nutzen und vor allen Dingen sich selbst besser kennenzulernen, um sich in ihre Kraft zu stellen und somit auch ihr Unternehmen besser voranbringen zu können. Ja, und heute möchte ich euch darüber sprechen, warum es so wichtig ist, dass wir die kleinen Erfolge wertschätzen. Vielleicht habt ihr es gesehen, dass ich momentan für jeden Monat eine besondere Überschrift habe. Und in diesem Monat haben wir das Thema der Anerkennung, ja, weil auch das wichtig ist. Letzten Monat hatten wir das Thema des Wahrnehmens, dass wir überhaupt die Taschenlampe eben nicht mehr überall anders haben, sondern mehr bei uns selbst. Und jetzt gehen wir noch ein bisschen tiefer eben hinein und schauen uns die Dinge einfach nochmal etwas genauer an. Heute geht es einfach um die kleinen Erfolge. Aloha und herzlich willkommen zu einem besonderen Moment in unserem Podcast heute. Wenn du dich, genau wie ich, nach persönlicher Entwicklung sehnst und einen Weg suchst, dein Leben mit mehr Selbstbestimmung und Leichtigkeit zu bereichern, dann habe ich etwas ganz Besonderes für dich. Ich freue mich, dir meinen neu aufgelegten Online-Kurs vorzustellen, Hawaiianische Lebenskunst, ein Kurs in Selbstbestimmung und Leichtigkeit für Empathen und Hochsensible. Dieser Kurs ist eine Einladung, die tiefgründigen Weisheiten Hawaiis zu entdecken und dich auf deinem Weg zur persönlichen Transformation zu begleiten. Was diesen Kurs so einzigartig macht, neben den interaktiven Modulen und praktischen Übungen für deinen Alltag, biete ich jetzt monatliche Live-Q&A-Sessions an für direkte Unterstützung. Und als besonderen Bonus erhältst du eine persönliche 1:1-Session mit mir, um deinen individuellen Fragen und Herausforderungen anzugehen. Das heißt, du hast ganze 6 Monate intensive Begleitung mit mir an deiner Seite. Und für die schnell Entschlossenen unter euch, die ersten 33 Anmeldungen erhalten einen einmaligen Rabatt von 33% mit dem Code HAWAII2024. Aber zöger nicht, denn nach den ersten 33 bekommen die nächsten 21 Anmeldungen immer noch einen fantastischen Rabatt von 21% mit dem gleichen Code. Bist du bereit, deine Reise zu einem erfüllten Leben zu beginnen und die Kunst der hawaiianischen Lebensphilosophie mit mir zu entdecken? Dann melde dich jetzt an und sei Teil dieser außergewöhnlichen Erfahrung. Für mehr Informationen zur Anmeldung besuche bitte meine Webseite. Ich verlinke sie dir auch unter dieser Podcast-Folge. Diese Gelegenheit, dein Leben mit der hawaiianischen Lebenskunst zu transformieren, solltest du auf jeden Fall nicht verpassen. Wenn es dich schon interessiert, wenn du schon lange in meinem Feld bist, ist das eine mega schöne Möglichkeit, wirklich in diese hawaiianische Philosophie einzutauchen, die mich schon seit sehr vielen Jahren begleitet. Ich freue mich darauf, dich persönlich damit begleiten zu dürfen und ja, wünsche dir weiterhin viel Spaß mit dieser Podcast-Folge. Heute geht es einfach um die kleinen Erfolge. Ich fange gleich mal damit an. Ihr kennt bestimmt alle diesen wunderbaren Spruch mit Eigenlob stinkt. Ich finde diesen Satz unheimlich schlimm, weil er hilft uns nicht voranzukommen. Er ist eigentlich sehr, ich will nicht sagen, eigentlich sogar sehr negativ, denn wir als Menschen dürfen tatsächlich auch unsere kleinen Erfolge feiern, ja. Und das heißt aber auch wirklich, das für uns wahrzunehmen. Wenn du was gut gemacht hast, wenn du was toll gemacht hast, für dich selbst zu sagen, wow, das habe ich echt gut gemacht, das gefällt mir voll, ja. Und ich möchte euch gerne verschiedene Beispiele geben, ob das jetzt ist, dass man es machen kann, wenn wir zum Beispiel etwas transformiert haben für uns im Spirituellen, ja, wenn wir was transformiert haben und es feststellen und wahrnehmen, wow, schau mal, wie cool das denn. Vor 3 Wochen oder vor einem Jahr, da hätte ich jetzt, wäre ich explodiert bei dieser Situation. Und heute geht es mir so viel besser und ich kann es gar nicht mehr so machen. Das ist toll, dass ich das machen kann. Das ist kein Eigenlob, es zu tun, sondern es ist wirklich, sich selbst zu feiern, sich selbst zu zelebrieren. Weil gerade wir Empathen tendieren dazu, eher die negativen Dinge in uns selber zu sehen, was wir alles nicht können, was wir alles nicht sollten, wie schlecht wir sind. Ja, und gerade Empathen haben diesen krassen moralischen, ja, wo wir ständig uns dran erinnern müssen, was funktioniert bzw. nicht funktioniert hat, ja. Und durch diese Übungen helfen wir uns aber auch eben uns selbst in die Positive. Ihr habt ja gehört, was ich gerade gesagt habe. Ich möchte euch
in eure Kraft stellen. Und das können wir aber nur, indem wir wirklich anfangen, auch unsere eigenen Themen zu zelebrieren, unsere eigenen Erfolge zu zelebrieren, egal wie groß und egal wie klein. Unser Erfolg muss nicht ein riesiger Umsatz in der Arbeit sein. Unser Erfolg muss nicht was Riesengroßes sein. Es darf natürlich unbedingt, wir wollen auch das einladen, aber wir dürfen auch bei den kleinen Dingen anfangen. Ja, ich kann mich noch erinnern, wie ich angefangen habe, auch im Büro, ja, damals noch, als ich noch in der Corporate World unterwegs war, habe ich schon angefangen, auch stolz auf mich zu sein und mich selbst zu zelebrieren, wenn ich zum Beispiel eine tolle Excel-Datei gemacht hatte oder eine super Lösung gefunden hatte für irgendein Problem. Dann habe ich dann schon gesagt, boah, manchmal bin ich echt gut. Ja, ihr wisst ja, vielleicht habt ihr es mitbekommen, dass ich als Assistentin früher tätig war. Und dann kamen oft meine Kollegen zu mir und wollten eine Lösung für irgendwas finden. Und dann habe ich erst mal überlegt und wusste nicht, wie machen wir das denn am besten? Was können wir denn da am besten machen? Und dann kamen mir dann so die Ideen. Ja, gerade für uns als Empathen oder überhaupt, wenn wir spirituell unterwegs sind, hochsensibel sind, wenn wir einfach die Dinge spüren, ja, dann spüren wir irgendwann die Lösung, ja, weil wir eben nicht in dem Problem hängen bleiben, sondern gehen, okay, wie könnte man das jetzt lösen? Und dadurch, dass wir diesen Mindset in die Richtung setzen, auf einmal, zack, ist die Lösung da. Ja, und dann zu sagen, wow, manchmal bin ich echt cool, manchmal kann ich die Sachen echt toll lösen. Damals habe ich noch mit manchmal gearbeitet. Heute lasse ich das manchmal auch schon mal weg. heute arbeite ich ja unter anderem auch als virtuelle Assistentin und da auch genauso feiere ich meine kleinen Erfolge. Und umgekehrt, natürlich, jetzt um auf mein Unternehmertum zu gehen, als Coach freue ich mich riesig, wenn meine Kunden, meine Kundinnen ja auch ihre transformativen Aha-Momente haben und Dinge transformieren. Und wenn ich weiß, dass wenn sie zum Beispiel gerade bei den Kunden, die 6 Monate mit mir zusammenarbeiten, die dann wirklich viel Arbeit in sich hineinstecken, und ich weiß, dass es dadurch passiert, dass ich sie mit unterstütze in dieser Zeit, ja, auch das zu feiern und zu sagen, wow, mega schön. Oder ja, wenn tatsächlich eine Kundin zu mir kommt und sagt, ich kann das seit Jahren, kann ich das Thema nicht loslassen, kannst du mir helfen? Und wir setzen uns hin und wir haben eine oder vielleicht 2 Sessions und zack, ist das Ding weg. Ja, auch das, diesen Erfolg zu feiern, feiere ich auch sehr gerne. Für mich und auch mit und gemeinsam mit meinen Kunden. Und das ist, wie gesagt, das, was ich euch hier sage, ist eins der Dinge, die ich allen meinen Kunden mitgebe, allen meinen Coaching-Kunden mitgebe, wirklich immer wieder die kleinen Erfolge und die großen Erfolge zu feiern. Wir feiern alles, weil es wichtig ist für uns, eben die Energie in die richtige Richtung zu lenken. Und das tun wir, indem wir eben unseren Fokus nicht nur bei den Dingen halten, die wir eben nicht gut können, die wir selber nicht toll an uns finden, ja. Und deswegen eher dahin reingehen, warum es wichtig ist, die kleinen Erfolge und unsere Fortschritte zu feiern. Ja? Noch besser ist es, wenn du sogar einen Schritt weiter gehst und sie dir alle aufschreibst, damit du in Momenten, in denen du zweifelst, sie wieder rausholen kannst. Aber das ist vielleicht ein Thema für eine andere Folge. Ich hoffe, dieser kleine Impuls hat dir geholfen, etwas mehr für dich in das Thema hineinzugehen, für dich selber deine Erfolge zu feiern. Wenn dir meine Energieflussgespräche gefallen, dann abonniere doch bitte meinen Kanal, folge meinem Podcast oder komm und hol dir meinen Newsletter, damit du informiert wirst, wenn es wieder eine neue Folge gibt, beziehungsweise wenn es dazu passend den Blogpost dazu gibt. In diesem Sinne, du wunderbare Seele, danke dir fürs Zuhören, danke dir fürs Dabeibleiben und ich hoffe, du bist nächste Woche wieder dabei. Wenn es wieder heißt, es ist Zeit für ein neues Energieflussgespräch. Bis dann, ciao!